Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie wiedergekommen sind zur Vorlesung Zwangsvollstreckungsrecht. Wir machen eine ganz kurze Wiederholung von letzter Stunde. Wer kann mir noch mal sagen, welche Arten der Zwangsvollstreckung es gab? Sie müssen jetzt nicht alle nennen, aber dass wir ein bisschen wieder reinkommen gemeinsam. Bitte schön, welche Arten der Zwangsvollstreckung gab es? Bitte. Genau, das ist wahrscheinlich die wichtigste, die, mit der wir uns auch am intensivsten befassen werden, die Vollstreckung wegen Geldforderung, genau. Genau, was können das für Ansprüche sein? Zum Beispiel Herausgabevollstreckung, ganz genau. Wie lief die Herausgabevollstreckung nochmal ab? Herausgabevollstreckung läuft so ab, dass der Gerichtsvollzieher kommt und die Sache wegnimmt. 883 bei beweglichen Sachen, in ähnlicher Weise 885 ZPO bei Grundstücken. Genau, Herausgabevollstreckung haben wir. Was hat man noch? Handlungsvollstreckung, wie lief die ab? Wenn der Schuldner zu einer Handlung verurteilt worden ist, wie lief das ab? Was passiert dann? Dann unterscheidet man zwischen vertretbaren Handlungen und nicht vertretbaren Handlungen. Vertretbare Handlungen kann der Gläubiger auf Kosten des Schuldners durch einen Dritten vornehmen lassen. Bei unvertretbaren Handlungen, wie ist es da? Da gibt es Zwangsgeld zwangshaft für den Schuldner. Wie ist es bei der Unterlassungsvollstreckung? Bitte. Genau, Ordnungsgeld und Ordnungshaft. Also wenn sozusagen jetzt wieder mal ein Schmirageartikel über mich erscheint und ich auf Unterlassung geklagt habe, erfolgreich geklagt habe, der Beklagte verurteilt worden ist und die Berichterstattung einfach weitergeht, dann muss ich ein bisschen nachhelfen können. Das geht über Ordnungsgeld und Ordnungshaft. Und wie war das nochmal bei der Vollstreckung zur Abgabe von Willenserklärungen, wenn ich einen Anspruch auf die Abgabe einer Willenserklärung habe, wie zum Beispiel ja in 433.1.1 ja, oder in 894? Bitte. Ganz genau. Und zwar wann? Zu welchem Zeitpunkt? Genau, fast nicht Erlass, sondern? Ja, prima, ganz genau so. Ja? Mit dem Zeitpunkt der Rechtskraft des Urteils wird die Abgabe der Willenserklärung fingiert, ganz genau. So, dann haben wir uns schon ein bisschen reingelesen und reingefuchst in die verschiedenen Vollstreckungstitel. Und wir haben gesagt, es gibt ja Titel, Klausel, Zustellung als besondere Voraussetzung der Zwangsvollstreckung und bei den verschiedenen Titeln, welche hatten wir da schon grob kennengelernt? Welche verschiedenen Vollstreckungstitel hatten wir kennengelernt? Was ist ein möglicher Titel, mit dem ich vollstrecken kann? Bitte. Urteil. Ja, natürlich, da gehen wir auch gleich dran hier zurück. Urteil, vollstreckbares Endurteil. Was noch? Urkunde. Eine Urkunde? Jede Urkunde oder? Nee. Jede Urkunde nicht. Man kann mit Urkunden zwar einen Urkundsprozess führen, aber das soll heute nicht Thema sein. Ja? Vollstreckbare Urkunde. Genau, ganz genau. Und wo finden wir was dazu? Ja, ja, ja. Ja, prima. 794 Absatz 1 Nummer 5 war die vollstreckbare Urkunde. Genau. Was haben wir noch? Kommen wir heute noch ganz kurz dazu. Vollstreckbare Urkunde. Was haben wir noch? Ja. Vergleiche. Prozessvergleiche. Genau. 794 Absatz 1 Nummer 1. Und der Kollege hatte letzte Woche schon den Vollstreckungsbescheid ins Rennen geworfen. 794 Absatz 1 Nummer 4. Ganz genau. So, dann haben wir uns die Urteile näher angeschaut. Und bei den Urteilen, da haben wir gesehen, dass ein Urteil vollstreckbar ist, wenn es rechtskräftig ist. Ja, logisch. 704. Variante 1, wenn es rechtskräftig ist. Wir haben dann gemeinsam mal kurz die Fristen für die Rechtskraft berechnet, haben gesehen, dass die Rechtskraft dann eintritt, wenn die Frist für das Rechtsmittel oder für den Einspruch abgelaufen ist. Und wir sind dann weitergegangen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit. Was hat das nochmal mit der vorläufigen Vollstreckbarkeit auf sich grundsätzlich? Warum gibt es die Möglichkeit, dass Urteile für vorläufig vollstreckbar erklärt werden? Und was ist gewissermaßen das Grundproblem? Ja. Ja, ganz genau. Hm. Ja, ganz genau. Genau so ist es. Also ein Schuldner soll nicht die Gelegenheit haben, einfach beliebig die Zwangsvollstreckung nach hinten zu schieben und immer weiter nach hinten zu verschieben. Ganz genau. Und deswegen soll ein Gläubiger, wenn er ein Urteil bekommen hat, auch schon dann losvollstrecken können, im Grundsatz zumindest, wenn noch die Möglichkeit eines Rechtsmittels besteht. Was ist aber natürlich der Haken? Warum muss man da vorsichtig sein? Als Gesetzgeber. Warum kann man nicht einfach sagen, ja gut, dann vollstreckt man einfach vorläufig, dann lassen wir das einfach mit der Rechtskraft. Ja, sobald ein Urteil da ist, kann vollstreckt werden, fertig, Schluss aus. Und wenn halt das Urteil später aufgehoben wird, ja, dann wird halt zurückbezahlt. Ja. Man läuft Gefahr, dass der ehemalige Gläubiger dann insolvent wird und es beispielsweise nicht mehr wieder herausgeben kann, was vollstreckt wird. Ja, perfekt, ganz genau so ist es. Ja, wenn der Gläubiger das, was er sich ervollstreckt hat gewissermaßen, ausgegeben hat, nicht mehr herausgeben kann, dann würde der
Schuldner, der ja sozusagen in erster Instanz zu Unrecht verurteilt worden war, das Insolvenzrisiko des Gläubigers tragen und das möchte man nicht. Und für etwaigen Schadensersatz wäre ja dann auch möglicherweise beim, wie die sagen, ehemaligen Gläubiger, also beim Gläubiger, kein Geld mehr da. Ganz genau. So, und aufgrund dieser Gemengelage hat der Gesetzgeber zwei Schutzmechanismen etabliert. Er hat einmal, wie wir gesehen haben und wie ich hier auch eingeblendet habe, diesen verschuldensunabhängigen Schadensersatzanspruch nach 717 Absatz 2 Satz 1 etabliert. Wenn jemand vollstreckt, also wenn ein Gläubiger die Vollstreckung betreibt und sie stellt sich im Nachhinein als unrechtmäßig heraus, weil das Urteil aufgehoben wird, dann ist das sein Risiko und dann haftet er verschuldensunabhängig auf Schadensersatz und kann dann eben auch nicht einwenden, ja, aber ich habe doch gedacht, das wäre berechtigt und ich durfte das ja auch vertretbarerweise annehmen, denn es gab ja ein erstinstanzliches Urteil, sondern er haftet verschuldensunabhängig. Und zweitens, haben wir gesagt, ist das System der vorläufigen Vollstreckbarkeit fein ausdifferenziert. Und da haben wir gesehen, dass grundsätzlich in § 709 ZPO geregelt ist, dass nicht einfach so vollstreckt werden darf, sondern nur gegen eine der Höhe nach zu bestimmende Sicherheitsleistung. Das heißt, der Gläubiger muss, bevor er vollstrecken darf, erstmal Sicherheit leisten. Und zwar deshalb, weil ja möglicherweise die Vollstreckung sich als unrechtmäßig herausstellt und er zurückzahlen muss und vielleicht auch Schadensersatz zahlen muss. So, dann haben wir gesehen, dass es einige Fälle gibt, nämlich in 708 ZPO, die haben wir in verschiedene Fallgruppen eingeteilt, in denen der Gesetzgeber gesagt hat, na, da soll schon ohne Sicherheitsleistung vollstreckt werden können. Und insbesondere haben wir gesagt, sind das Fälle, in denen der Beklagte nicht schutzwürdig erscheint. Zum Beispiel, weil er den Anspruch anerkennt, hatten wir gesagt, das ist ein Fall. Oder weil ein Anspruch aufgrund eines Versäumnisurteils, weil ein Urteil aufgrund eines Versäumnisurteils ergeht. Das heißt also, wenn der Beklagte nicht kommt, ja, wenn er ein VU gegen sich ergehen lässt, dann soll es ihm auch zumutbar sein, eine Vollstreckung ohne Sicherheitsleistung hinzunehmen. Da haben wir gesagt, es gibt Fälle, in denen wir besondere Eilbedürftigkeit haben, wie hier beim Possessorium, 708 Nummer 9 ZPO. Und sehr praxisrelevant hatten wir gesagt, 708 Nummer 11, wenn es, sage ich mal, mehr oder weniger geringfügige Verurteilungen sind, also weniger als 1250 Euro oder weniger. Und dann haben wir aber wieder gesehen, dass es auf der anderen Seite, selbst wenn wir einen Fall von 708 haben, nicht in allen, aber in einigen Fällen eine Abwendungsbefugnis für den Schuldner gibt in 711 Satz 1 ZPO. Also wenn ein Fall von 708 vorliegt, dann ist das nicht unbedingt das Ende der Geschichte, sondern hat der Schuldner eventuell nach 711 Satz 1 ZPO die Möglichkeit, die Vollstreckung doch noch durch Sicherheitsleistung abzuwenden, wenn nicht der Gläubiger seinerseits Sicherheit leistet. Aber wie gesagt, wir hatten gesagt, das ist nicht in allen Fällen so, also insbesondere nicht in den Fällen 1 bis 3, ja, weil das die Fälle sind, in denen der Schuldner nicht schutzwürdig erscheint, sondern nur in den übrigen Fällen, also insbesondere im Fall des 708 Nummer 11 ZPO, also bei geringfügigen Verurteilungen. So, wir machen jetzt mal einige Beispiele dazu, dass wir das üben. Ich habe Ihnen drei Beispiele vorbereitet. Wir lesen mal das erste gemeinsam. Na, jetzt funktioniert es nicht. So, mal so. Ja, jetzt, perfekt. So, also K verklagt B vor dem Amtsgericht Kiel auf Zahlung von 1500 Euro. B wird antragsgemäß verurteilt. Bevor wir zu 708, 709, 711 kommen, vielleicht eine Sache mal, um dem Referendariat ein kleines bisschen vorzugreifen, weil es auch in diesem Kontext interessant ist. Wenn Sie ein Urteil tenorieren, ja, also wenn Sie ein Urteil schreiben, dann besteht der Tenor aus drei Bestandteilen. Ja, also Tenor zu 1, Tenor zu 2 und Tenor zu 3, sagt man dazu. Tenor zu 1 ist die Hauptsacheentscheidung. Wie würde der Tenor zu 1 hier lauten? Wie würde der Tenor zu 1 hier lauten? Jemand eine Idee? Also Sie sind ja noch keine Referendare, aber das ist gar nicht schlecht, wenn Sie das jetzt schon lernen und hören. Wie würde der Tenor zu 1 hier lauten? Also die Entscheidung in der Hauptsache, bitte. Ich muss kurz sortieren, so B wird verurteilt an den K, vermutlich antragsgemäß 1500 Euro. Ist schon mal ganz prima. Sie haben nämlich nicht gesagt, was nämlich viele machen, viele sagen, der Klage wird stattgegeben. Ja, das ist grottenfalsch. Das dürfen Sie auf keinen Fall in Tenor zu 1 schreiben. Niemals der Klage wird stattgegeben. Ja, das kommt also allenfalls irgendwie in die Entscheidungsgründe, ja, aber eigentlich auch da nicht. Aber keinesfalls in den Tenor. Der Tenor lautet, der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 1500 Euro zu zahlen. Ganz genau. Warum kann der Hauptsache Tenor, jetzt kommt wieder das Vollstreckungsrecht ins Spiel, warum kann der Hauptsache Tenor nicht lauten, der Klage wird stattgegeben? Warum ist klar, dass das grottenfalsch ist? Das macht jeder irgendwie in der Einführungswoche im Ref mal falsch, aber warum ist Vollstreckungsrecht nicht völlig klar, dass das totaler Affenmist ist? Wenn sich einem der Klage wird stattgegeben, denken Sie mal vollstreckungspraktisch. Hat jemand eine Idee? Warum kann das nicht richtig sein? Ja? Ja, natürlich. Was soll der Gerichtsvollzieher mit sowas anfangen? Ja, da steht, der Klage wird stattgegeben. Was soll der Gerichtsvollzieher mit sowas anfangen?
Ja, dann muss der Gerichtsvollzieher muss hingehen, müsste die Prozessakten beiziehen, müsste sich das ganze Urteil angucken und müsste gucken, was jetzt da eigentlich genau entschieden worden ist. Welcher Klage denn eigentlich stattgegeben wurde. Ja, also, der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 1.500 Euro zu zahlen. Ganz genau. So wäre der Tenor zu 1. Wenn wir einfach mal unterstellen, der K. hätte nicht 1.500 Euro eingeklagt, sondern 2.000 Euro und er hätte halt nur diese 1,5 bekommen. Wie würde der Tenor dann lauten? Also er hat nicht 1,5 eingeklagt, sondern 2.000. Er hat aber jetzt dann eben diese 1.500 Euro bekommen. Also er wird sozusagen, B wird nicht antragsgemäß verurteilt, sondern sozusagen nur fast antragsgemäß. Was würden Sie tippen? Wie lautet der Tenor dann? Ändert sich was? Ja, Ihre Idee? Ich glaube nicht viel anders. Das heißt, der Beklagte wird verurteilt, dem Kläger, das waren jetzt 1.250 Euro. 1.500 Euro zu zahlen. Und dann, bisher ist es richtig, der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 1.500 Euro zu zahlen. Und dann kommt noch was hinterher. Das ist dann auch für den Tenor zu 2 wichtig. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Okay, im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Na, also, wenn der 2.000 Euro beantragt hätte, würde es heißen, der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 1.500 Euro zu zahlen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. So, das ist der Tenor zu 1. Tenor zu 2 ist die Kostenentscheidung. Die Kostenentscheidung würde hier wie ausfallen? Jetzt vielleicht, Sie müssen natürlich einen Tenor formulieren, aber wird die Kostenentscheidung hier natürlich ausfallen? Ja? Der Beklagte wird verurteilt, die Prozesskosten zu tragen. Genau, also der Tenor will, der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. Ja, der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. Warum ist das natürlich so? Das ist völlig richtig. Weil der Verlierer trägt die Prozesskosten. Ist richtig, Verlierer zahlt die Zeche. Weißt du jemand, wo es steht zufälligerweise? Wo steht, dass der Verlierer die Zeche zahlt im Zivilprozess? In § 91 Absatz 1. Ja, also der Verlierer zahlt die Zeche, 91 Absatz 1, das wenden wir natürlich hier an. Und der Tenor zu 2 lautet dann, der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. So, jetzt kommt die vorläufige Vollstreckbarkeit, kommt in den Tenor zu 3. Das ist sozusagen der Schritt 3 und das ist der Schritt, der uns quasi hier eigentlich interessiert. Also Tenor zu 3 ist die vorläufige Vollstreckbarkeit. Und wie würde die jetzt hier aussehen? Wir müssen jetzt noch gar nicht an die Formulierung rangehen, aber zunächst mal, wie wäre das Urteil hier vollstreckbar? Da müssen wir uns mal ganz kurz gemeinsam gucken. Liegt hier irgendwie ein Fall von 708 vor, nach Ihrer Auffassung? Wenn kein Fall von 708 vorliegt, in dem vorläufig vollstreckt werden könnte, ohne Sicherheitsleistung, dann sind wir halt beim 709 und dann machen wir es halt mit 709. Liegt hier ein Fall von 708 vor? Insbesondere ist 708 Nummer 11 einschlägig. Ja? Nein. Genau, ist nicht einschlägig. Warum nicht? Weil es über 1250 Euro. Ja, genau, ist ja in der Hauptsache über 1250 Euro. Also, hier ist kein Fall von 708 ZBO gegeben. Deswegen passiert was? Wenn kein Fall von 708 gegeben ist, sind wir halt wo? Ja? Ganz genau. Ja, also, 709 ZPO ist einschlägig. Also, wenn wir 708 nicht haben, dann sind wir ganz normal im 709. Und wenn wir im 709 sind, dann ist das Urteil gegen Sicherheitsleistung für vorläufig vollstreckbar zu erklären. Okay? So, jetzt die spannende Frage. Wie lautet der Tenor? Das können Sie nicht wissen. Ich zeige es Ihnen deswegen einfach. Also, man macht es so. Man tenoriert immer so, dass man ein Verhältnis festsetzt, ein prozentuales Verhältnis. Und dieses Verhältnis orientiert sich an einem möglichen Schadensersatzanspruch. Nach 717 Absatz 2 Satz 1. Deswegen nimmt man immer etwas mehr als 100%, damit man noch einen gewissen Puffer hat. Der Tenor zu 3 würde hier lauten, das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. Das konnte ich jetzt von Ihnen nicht verlangen. Das können Sie jetzt nicht aus dem Ärmel schütteln. Aber ist klar, warum, ne? Also, wie gesagt, ein Fall von 708 ZPO liegt hier nicht vor. Es kann nicht ohne Sicherheitsleistung vollstreckt werden, sondern wir sind beim 709. Und der sagt halt, ja, gegen eine der Höhe nach zu bestimmende Sicherheit ist das für vorläufig vollstreckbar zu erklären. Und wir nehmen nicht 100%, sondern wir nehmen 110%. Und dieses in Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrages, das heißt einfach, wir wissen ja nicht genau, in welcher Höhe der K vollstrecken will. Ja, kann sein, dass er nur in Höhe von 500 Euro vollstrecken will, dann muss er in Höhe von 550 Euro Sicherheit leisten. Kann auch irgendwie sein, dass er nur in Höhe von 1.000 Euro vollstrecken will und so weiter. Aber immer, wenn er einen bestimmten Betrag aus dem Urteil vollstrecken will, muss er in Höhe von 110% dieses Betrags Sicherheit leisten. Okay, verstanden? Wunderbar. Dann gucken wir mal ins Beispiel 2. Da heißt es, K verklagt B vor dem Amtsgericht Kiel auf Zahlung von 2.500 Euro. Da B in der mündlichen Verhandlung nicht erscheint, wird er durch Versäumnisurteil antragsgemäß verurteilt.
So, wie ist jetzt hier mit der vorläufigen Vollstreckbarkeit? Also klar, Tenor zu 1 lautet natürlich ganz normal, hier der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 2.500 Euro zu zahlen. Tenor zu 2 lautet, der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits, aber wie ist es mit der vorläufigen Vollstreckbarkeit? Also ohne jetzt den Tenor zu formulieren, zunächst mal, wie arbeiten wir uns vor in den 708 bis 711? Was machen wir da? Was würden Sie annehmen? Bitte. Ganz genau, also Absatz hat er, glaube ich, keine, aber Nummer 2 ist auf jeden Fall richtig, ganz genau. Für, da ist es in 708 Nummer 2, völlig richtig gesehen, für vorläufig vollstreckbar ohne Sicherheitsleistung sind zu erklären, Versäumnisurteile. Genau so ist es. Ja, also 708 Nummer 2, das Ding ist tatsächlich ohne Sicherheitsleistung für vorläufig vollstreckbar zu erklären. Das heißt, wir sind also nicht im 709, sondern wir sind im 708. Wonach müssen wir aber immer gucken, wenn wir im 708 sind? Wonach müssen wir immer gucken, wenn wir im 708 sind? Wenn wir für vorläufig vollstreckbar erklären können ohne Sicherheitsleistung, dann müssen wir uns immer nochmal natürlich absichern. Wo, ja? Prima, ganz genau so. Ob der Schuldner eine Abwendungsbefugnis nach 711 hat. Und hat er die? Nö, genau. Hier steht ja, eine Abwendungsbefugnis besteht nur in den Fällen 708 Nummer 4 bis 11. Ja, und nicht 708 Nummer 2. Das heißt, eine Abwendungsbefugnis für B nach 711 Satz 1 haben wir tatsächlich auch nicht. Sodass der Tenor ganz einfach wie lautet, wenn Sie es ganz schlicht formulieren würden. Können Sie so einfach formulieren wie möglich. Ja? Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Genau so ist es. Ja? Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Ja, man könnte, es wäre nicht falsch, wenn man noch reinschreiben würde, dass da keine Sicherheit geleistet werden muss, ist es aber nicht erforderlich. Ja? Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Bäm. Gut. Beispiel 3. K. verklagt B. vor dem Amtsgericht Kiel auf Zahlung von 1.000 Euro. B. wird antragsgemäß verurteilt. So, also natürlich klar, ne? Tenor zu 1, der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 1.000 Euro zu zahlen. Tenor zu 2, der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. Wie ist es mit dem Tenor zu 3 mit der vorläufigen Vollstreckbarkeit? Was machen wir da? Bitte? Richtig, wir sind hier bei einer Verurteilung in der Hauptsache, die 1.250 Euro nicht übersteigt. Deswegen kann grundsätzlich, Ansatz, ne, nach 708 Nummer 11 ZPO ohne Sicherheitsleistung die Vollstreckbarerklärung erfolgen. So, aber was müssen wir jetzt natürlich noch bedenken? Wie gesagt, wenn wir 708 bejaht haben, dann müssen wir immer nach was gucken? Ja? Ja, ob der 711, ob der 711 einschlägig ist, und ist er? Nicht erkenntlich? Nee, oder? Lesen Sie mal 711. Da ist es in den Fällen des 708 Nummer 4 bis 11. Und wir sind ja beim 708 Nummer 11. Ja, okay, aber er hat ja nichts irgendwie an Sicherheitsleistung hinterlegt oder so. Nee, nee, aber hier heißt es, wenn Sie 711 nochmal lesen, da heißt es, ja, nichts hinterlegt, das ist richtig, aber da ist es in den Fällen des 708 Nummer 4 bis 11 hat das Gericht auszusprechen, dass der Schuldner die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung abwenden darf, wenn nicht der Gläubiger vor der Vollstreckung Sicherheit leistet. Also in den Tenor muss quasi rein, dass der Schuldner diese Abwendungsbefugnis hat, denn er hat sie ja nach 711 Satz 1. Das heißt, Sie dürfen hier bei diesen, das ist praktisch super wichtig, weil Sie dauernd diese geringfügigen Forderungen haben, die 1.250 Euro nicht übersteigen. Und in dem Fall sind Sie eben zweistufig unterwegs. Da sagen Sie im ersten Schritt natürlich klar, Logo, ne, 708 Nummer 11 ZPO kann ohne Sicherheitsleistung für vorläufig vollstreckbar erklärt werden. Das ist richtig, aber es gibt eben diese Abwendungsbefugnis für B nach 711 Satz 1 ZPO. Und der Tenor hat einen etwas ekelhaften Anstrich, der lautet nämlich wie folgt. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages Sicherheit leistet. Okay, also müssen Sie jetzt nicht auswendig lernen wegen mir. Also fürs zweite Examen müssen Sie es natürlich können, ne? Da müssen Sie es auswendig lernen. Aber Sie verstehen, warum es so ist. Ne? Also der erste Satz, das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, der reflektiert den 708 Nummer 11. Na, der erste Satz reflektiert, dass das Urteil ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar ist. Der Rest reflektiert den 711 Satz 1, diese Abwendungsbefugnis. Da ist es, der Beklagte darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 100%
des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden. Der kann also sagen, pass mal auf, ich leiste Sicherheit in Höhe von 110% und dann ist Schluss. Es sei denn, der Kläger leistet Sicherheit und dann wiederum in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrags. Okay? Bitte. Also wir können noch mal ganz kurz, wenn Sie das möchten, habe ich jetzt auf der Folie gar nicht drauf, aber wir können ganz gerne noch mal die Paragraphen 710 und 712 können wir noch mal gemeinsam anschauen. Das sind zwei Dinge, die ich also einmal quasi gläubigerseits, einmal schuldnerseits nicht ausgespart habe, aber gucken wir von mir aus gerne noch mal rein. Also 710, da heißt es, kann der Gläubiger die Sicherheit nach 709 nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten leisten, so ist das Urteil auf Antrag auch ohne Sicherheitsleistung für vorläufig vollstreckbar zu erklären, wenn die Aussetzung der Vollstreckung dem Gläubiger einen schwer zu ersetzenden oder schwer abzusehenden Nachteil bringen würde oder aus einem sonstigen Grund für den Gläubiger unbillig wäre, insbesondere weil er die Leistung für seine Lebenshaltung und seine Erwerbstätigkeit dringend benötigt. Also der 710 ist quasi eine Härtefallregelung, wenn eigentlich nur gegen Sicherheitsleistung vollstreckt werden kann nach 709. Wenn aber der Gläubiger aus irgendwelchen Gründen diese Sicherheit nicht leisten kann. Natürlich geht man mit dieser Härtefallregelung extrem restriktiv um, das ist völlig klar, denn der Schuldner ist ja auch noch auf der Welt. Ja, für den ist es ja auch typischerweise so, dass eine Vollstreckung eben auch Risiken und Nachteile hat. Und deswegen bleibt man in der Regel beim 709. Aber ich sag mal, für absolute Härtefälle ist der 710 da. Also sozusagen, das nützt dem Gläubiger. Jetzt gucken wir nochmal 712 an, das ist sozusagen der umgekehrte Fall. 712, da heißt es, würde die Vollstreckung dem Schuldner einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen, so hat ihm das Gericht auf Antrag zugestanden, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung des Gläubigers abzuwenden. Okay, also das, was wir hier haben mit dem, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit leistet, das wird wiederum in 712 abgeschwächt, wenn da die Voraussetzungen dieser Härtefallregelung vorliegen. Okay? Gut. Haben Sie das verstanden mit der vorläufigen Vollstreckbarkeit? Wunderbar. Dann würde ich vorschlagen, gucken wir uns nochmal gemeinsam ein bisschen die sonstigen Vollstreckungstitel an. Wir hatten sie ja eben schon genannt und wir beginnen mit dem Prozessvergleich. Der Prozessvergleich, ich mache jetzt nicht nochmal alles zum Prozessvergleich, weil das bereits Gegenstand der ZPO1-Vorlesung gewesen ist. Also wenn Sie das nochmal wiederholen möchten, dann gucken Sie gerne in mein ZPO1-Skript rein. Deswegen müssen wir auch, wie gesagt, hier der Versuchung widerstehen, dass wir einfach alles nochmal machen, was wir da gemacht haben. Der Prozessvergleich ist zunächst mal eine Institution, die aus dem Dispositionsgrundsatz folgt. Also die Parteien können natürlich sozusagen warten, bis der Richter ein Urteil lege artis fällt. Sie können aber tatsächlich eben auch durch Prozessvergleich, können sie das Verfahren jederzeit beenden. Also ein Prozessvergleich hat eine verfahrensbeendigende Wirkung. Was war der Prozessvergleich nochmal von seiner Rechtsnatur her? Wissen Sie das zufälligerweise? Ja? Ja, wunderbar. Hat eine Doppelnatur. Was ist der denn, der Prozessvergleich? Er ist zum einen? Materiellrechtlicher Vertrag. Jawohl, nach 779, genau. Ja, ganz genau. Ja, also er ist einerseits natürlich Prozessvertrag, ja, also der Prozessvergleich, nicht der normale Vergleich. Der Prozessvergleich ist zum einen Prozessvertrag und, wie Sie völlig richtig gesagt haben, materiellrechtlicher Vertrag nach 779 BGB. Deswegen ist es auch so, dass zu seiner Wirksamkeit einmal die prozessualen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, aber auch die materiellrechtlichen Voraussetzungen. Die materiellrechtlichen Voraussetzungen sind natürlich meistens nicht so wahnsinnig spannend. Also wenn das alles ordnungsgemäß protokolliert wird und ordnungsgemäß abläuft vor Gericht, haben Sie mit den materiellrechtlichen Voraussetzungen keine größeren Probleme, denn hier ist ja Angebot und Annahme erklärt worden, ist klar. Probleme bekommen Sie mit den materiellrechtlichen Voraussetzungen dann, wenn es in der Klausur zum Beispiel heißt, ja, sagt der Beklagte, sagt dann, ja, der Kläger hat mich beim Prozessvergleich getäuscht. Denn dann könnte der materiellrechtliche Teil des Prozessvergleichs angefochten werden und dann wäre eben hier der Vertrag materiellrechtlich nach 142 Absatz 1 nichtig. Ja, aber jetzt bei einem ganz normalen, stinknormalen Prozessvergleich, jetzt außerhalb von juristischen Klausuren, haben Sie in der Regel mit den materiellrechtlichen Voraussetzungen nicht allzu große Probleme. Wie wir schon gesehen haben, ist der Prozessvergleich ein Vollstreckungstitel nach 794 Absatz 1 Nummer 1 ZPO, also das sind sozusagen seine beiden Funktionen, er hat verfahrensbeendigte Funktion und er ist zugleich ein Vollstreckungstitel. Was kann der Prozessvergleich aber nicht, oder welche Eigenschaft hat er nicht? Immer eine Idee. Was kann er nicht, im Gegensatz zu einem Urteil? Welche Eigenschaft hat ein Prozessvergleich nicht? Zumindest nach deutschem Verständnis, das ist im Ausland teilweise anders. Ein Vergleich kann nicht in Rechtskraft erwachsen.
ein Vergleich, er wächst tatsächlich nicht in Rechtskraft. Natürlich könnte man jetzt denken, ja gut, okay, ist ja scheißegal, solange ich einen Versteckungstitel habe, ist alles wunderbar. Ja, warum muss der Vergleich in Rechtskraft erwachsen? Es gibt eine Konstellation, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, wo das tatsächlich eine Rolle spielt. Schauen Sie mal hier in dieses Beispiel mit mir gemeinsam rein. K und B streiten um die Wirksamkeit eines Kaufvertrags mit einem Kaufpreis von 10.000 Euro. In der mündlichen Verhandlung schließen K und B formgerecht einen Prozessvergleich, wonach K ein neues Verkaufsangebot in Höhe von 8.000 Euro abgibt und B sich verpflichtet, dieses Angebot anzunehmen. B rührt sich trotz der Vereinbarung nicht und meint, er habe sich mittlerweile anders überlegt. Also, die streiten hier um die Wirksamkeit eines Kaufvertrags. Ja, mutmaßlich ist es irgendwie so, dass K sagt, wir haben hier doch einen Kaufvertrag geschlossen zum Preis von 10.000 Euro. Und B bestreitet das möglicherweise, also wie es genau ist, wissen wir nicht. Auf jeden Fall schließen die jetzt einen Vergleich. Und in dem Vergleich sagen sie, pass mal auf, es ist so, mit dem alten Kaufvertrag, das lassen wir stecken. Wir machen einfach einen neuen Kaufvertrag gemeinsam. K sagt in dem Vergleich, ich gebe hiermit ein Verkaufsangebot ab in Höhe von 8.000 Euro. Und B lässt in den Vergleich reinschreiben, alles ordnungsgemäß, ich verpflichte mich, das Angebot des K anzunehmen. So, aber jetzt ist es so, dass der Vergleich zwar da ist, der ist zwar in der Welt, aber der B rührt sich nicht. Also das, wozu er sich im Vergleich verpflichtet hat, nämlich die Annahme des Angebots zu erklären, das macht er nicht. So, und dann sagt er auch noch, er hat sich das anders überlegt. So, und was ist jetzt das Problem für K? Was ist hier das Problem für K? Sieht jemand von Ihnen das Problem? Wenn Sie zwei Puzzlestücke zusammenfügen, die wir schon gemeinsam besprochen haben, dann können Sie es vielleicht erkennen. Ja? Ja. Aber das Problem ist ja, dazu braucht man ja Rechtskraft. Ja. Also aus dem Rechtskraft. Ja, genau so ist es. Ja. Also, wenn das hier ein Urteil wäre, ja, wenn der, sagen wir mal, verpflichtet gewesen wäre, die Annahme zu erklären und er würde zur Abgabe der Annahme verurteilt, ja, also B wird verurteilt, die sowieso Willenserklärung abzugeben, haben Sie, dann ist es völlig richtig. Ja. Dann nach 894 Satz 1 ZPO wird mit Rechtskraft des Urteils die Abgabe der Willenserklärung fingiert. Aber ein Vergleich kann nicht in Rechtskraft erwachsen. Und deswegen kann in diesem Fall auch die Wirkung des 894 ZPO nicht eintreten. Was hätte der machen müssen? Der K. Das war ein bescheuerter Vergleich, den der hier abgeschlossen hat. Beziehungsweise, was hätte der Anwalt des K, worauf hätte der Anwalt des K dringen müssen? Die waren ja hier vom Landgericht. Bei dem Streitwert sind sie beim Landgericht nach 23 Nummer 1, 71, 1 GVG und dann müssen sie sich nach 78, 1 anwaltlich vertreten lassen. Also worauf hätte der Anwalt des K unbedingt hinwirken müssen? Wie hätte der Vergleich formuliert werden müssen? Nicht irgendwie B verpflichtet sich die Annahme, das Angebot anzunehmen, sondern wie? Ja? Er nimmt das Angebot an, genau so. Ja? Da hätte drinstehen müssen, er nimmt das Angebot an. Ja? Nicht er verpflichtet sich es anzunehmen, ja? Sondern er nimmt das Angebot an. Das wäre sozusagen die richtige Vorgehensweise gewesen. Und ja, was ist halt jetzt? Was muss er jetzt halt machen, der K? Bleibt nichts anderes übrig als? Was muss er jetzt halt machen? Ganz simpel, er muss halt nochmal klagen. Er wird zwar natürlich schon gewinnen, ja, denn der Vergleich ist ja wirksam. Der Vergleich ist ja wirksam und wenn der sich, sagen wir mal, vergleichsweise verpflichtet hat, diese Willenserklärung abzugeben, dann wird er das höchstwahrscheinlich gewinnen, dieses Verfahren. Und wenn der dann gewinnt und wenn der B dann verurteilt wird, dann treten die Wirkung des 894 ZPO ein, denn dann haben wir ein Urteil und dann haben wir diese Willenserklärungsfiktion. Das ist so. Ja? Aber hier hat er gepennt, der K, beziehungsweise der Anwalt des K. Logisch? Also Vergleiche erwachsen nicht in Rechtskraft. Wichtig ist vielleicht noch, dass ich Ihnen eine Vorschrift zeige, die wir immer wieder brauchen werden. Und zwar gucken Sie mal mit mir gemeinsam rein in den Paragraphen 795. Wir haben mal 794 kennengelernt, ne? Und wo die Vollstreckungstitel stehen. Und jetzt gucken wir mal gemeinsam rein in 795. 795. Da ist es auf die Zwangsvollstreckung aus den in 794 erwähnten Schuldtiteln und damit eben auch auf die Vollstreckung aus einem Vergleich. Sind die Vorschriften der 724 bis 793 entsprechend anzuwenden, soweit nicht in den blablabla abweichende Vorschriften enthalten sind. Also, auf die Vollstreckung aus einem Prozessvergleich finden im Grundsatz die 724 folgende entsprechende Anwendung. Das heißt, das ganze Zeug, was wir besprechen, mit Vollstreckungsklausel und was weiß ich allem und
und den entsprechenden Rechtsbehelfen, also irgendwie wie Erinnerungen, Vollstreckungsgegenklage und so weiter, findet über 795 Satz 1 auch auf den Vergleich Anwendung. Okay, weil die 724 folgende stehen eben systematisch hinter dem 704 und deswegen gelten sie zunächst mal unmittelbar nur für Urteile, aber über 795 gelten sie eben auch für die anderen Vollstreckungstitel und damit auch für den Prozessvergleich. Werden wir auch immer wieder mal am Fall üben. Okay, gut. Dann gehen wir mal weiter und gucken wir uns noch den anderen Titel an, den wir heute auch schon genannt hatten, und zwar die vollstreckbare Urkunde nach 794 Absatz 1 Nummer 5. Gucken wir uns mal ganz kurz anhand eines simplen Beispiels an, was der Sinn und Zweck dieser Institution ist. K. bestellt zur Sicherung einer Darlehensforderung zugunsten der B-Bank eine Grundschuld an seinem Grundstück. Zugleich unterwirft er sich mittels einer notariellen Urkunde der sofortigen Zwangsvollstreckung. So, denken wir uns mal diese Urkunde hinweg. Was wäre denn jetzt, wenn Vermögensverfall eintritt beim, wenn beim K Vermögensverfall eintritt und er das Darlehen nicht mehr bedienen kann und die Grundschuld gekündigt wird und B vollstrecken möchte, die B-Bank vollstrecken möchte. Was müsste, die Urkunde hinweggedacht, die B-Bank tun? Na, also K gerät in Vermögensverfall, bedient das Darlehen nicht mehr, Grundschuld gekündigt und so weiter und so fort. Und jetzt möchte die B-Bank vollstrecken. Wenn wir uns die Urkunde hinwegdenken, was müsste die B-Bank tun, wenn sie vollstrecken möchte? Das, was jeder tun muss, nämlich, ja, also wenn Sie einen Anspruch gegen mich haben und ich zahle ihn nicht, dann müssen Sie halt was, ja? Klagen. Klar, ja, müssen Sie klagen. Also hier, auf in dem Fall halt aus der Grundschuld, aus § 1192.1 und 1147 auf Duldung der Zwangsvollstreckung. So wäre das. Ja? Also, wenn diese Urkunde nicht da wäre, dann müsste B klagen. Das hat natürlich zum einen den Nachteil, dass sie klagen muss. Es ist natürlich wahnsinnig lästig und aufwendig und nervig, da eine Klage anzustrengen. Das ist das eine. Und was ist das zweite? Warum ist das auch noch nachteilig für B? Jetzt abgesehen davon, dass es vielleicht einfach nervig und lästig ist, wenn quasi B den Arsch hochkriegen muss, so sage ich es mal. Was ist außerdem noch nicht ohne? Der zeitliche Faktor. Ja, kann ja sein, dass sich der Vermögensverfall des K während des Prozesses noch weiter fortsetzt. Ja, und bis man dann mal einen Titel hat, ja, und bis dann mal vollstreckt werden kann, dann kann es schon ganz düster aussehen. So, wie ist es mit dieser Urkunde? Wenn diese Urkunde da ist, dann? Wenn diese Urkunde da ist, dann kann die Bank direkt vollstrecken, denn dann braucht sie ja keinen zweiten Titel, dann hat sie ja schon einen. Da braucht sie kein Urteil mehr nach 704 ZPO, sondern hat sie schon einen Vollstreckungstitel nach 794 Absatz 1 Nummer 5. Was diese Urkunde also bewirkt, das muss Nummer 5 heißen, das bessere ich noch aus, über 794 Absatz 1 Nummer 5 wird die Prozessführungslast umgekehrt. Es ist also so, normalerweise, ja, normalerweise müsste, wie gesagt, also was ist normalerweise, also die Urkunde hinweggedacht, müsste die B-Bank klagen, ja, aus 1147 auf Duldung der Zwangsvollstreckung. Wenn aber, und dann eben um ein Urteil zu erwirken, und mit diesem Urteil müsste vollstreckt werden. Wenn aber diese Urkunde schon da ist, nach 794 Absatz 1 Nummer 5, dann kann direkt die Vollstreckung beginnen, denn dann ist ja ein Vollstreckungstitel da. So, und wenn jetzt irgendwie K. was zu melden hat, wir sagen mal, K. sagt, das stimmt doch alles gar nicht, ich habe das Darlehen immer ganz toll ordnungsgemäß bedient, ist alles gar nicht wahr, ich will mich wehren gegen die Vollstreckung. Das muss er natürlich können, aber das kann er schon. Worüber kann er es? Jemand eine Idee? Ja? Vollstreckungsgegenklage. Prima, Vollstreckungsgegenklage, ganz genau, 767 ZPO. Und weil der nicht direkt anwendbar ist, der 767 ZPO, der gilt ja zunächst mal für Urteile, brauchen wir wieder welche Vorschrift dazu? 795. Wunderbar, 795 Satz 1. Ja? Also, genau so ist es. Wenn also der K hier irgendwas zu melden hat und sagt, pass mal auf, da stimmt da was irgendwie nicht und so, die Vollstreckung verläuft jetzt zu Unrecht, ja, es besteht gar kein Anspruch aus 1147 und 1192.1 BGB, dann kann er das zwar tun, aber er trägt die Prozessführungslast. Okay, also ein riesen Pfund für einen Gläubiger. Gucken wir mal ganz kurz gemeinsam rein, was die Voraussetzungen sind für eine solche notarielle Urkunde. Zunächst mal, klar, notarielle Urkunde, wenn Sie das hier lesen, in 794, da heißt es, aus Urkunden, die von einem deutschen Gericht oder von einem deutschen Notar innerhalb der Grenzen seiner Amtsbefugnisse in der vorgeschriebenen Form aufgenommen worden sind. Also, es muss ein deutscher Notar
in der vorgeschriebenen Form machen. Die vorgeschriebene Form, das sind die 8 Folgen des Beurkundungsgesetzes. Es heißt halt jetzt hier von einem deutschen Gericht, das ist insofern ein bisschen irreführend, als sie im Beurkundungsgesetz eine Norm finden zur Vermeidung von Doppelzuständigkeiten. Das ist der alte 56 Absatz 4 des Beurkundungsgesetzes, der ist mittlerweile gewandert. Jetzt steht es in 63 Absatz 4 drin. Da steht drin, auch wenn bundesrechtlich bestimmt ist, dass auch das Gericht zuständig ist, ist nur der Notar zuständig. Okay, also das mit dem Gericht hier, das ist nur in wirklich ganz, 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 ganz wenigen verbliebenen Ausnahmefällen ist es so. Normalerweise ist nur der Notar zuständig und das macht halt eben auch immer nur der Notar. So, nächste Voraussetzung. Es heißt, über einen Anspruch errichtet ist, der einer vergleichsweisen Regelung zugänglich ist. Das heißt, es muss ein Anspruch sein, über den die Parteien auch einen Vergleich schließen könnten. Das bedeutet eben insbesondere, der Unterwerfungsschuldner muss dispositionsbefugt sein. Ja, also der kann nicht irgendwelche Rechtspositionen Dritter der sofortigen Vollstreckung unterwerfen, sondern er muss dispositionsbefugt sein. Dann heißt es außerdem, es darf nicht sein, heißt es hier, es darf nicht sein, ein Anspruch auf Abgabe einer Willenserklärung und es darf kein Anspruch sein, der den Bestand eines Mietverhältnisses über Wohnraum betrifft. Was glauben Sie, warum ist das so geregelt? Warum hat man gesagt, also eine sofortige Vollstreckungsunterwerfung gibt es nicht bei Ansprüchen auf Abgabe einer Willenserklärung und gibt es ebenfalls nicht bei Mietverhältnissen über Wohnraum? Ja? Genau, also der Mieterschutz, sagen wir mal. Also Verbraucherschutz ist insofern ein kleines bisschen zum Irreführen, weil jetzt nicht jeder Mietvertrag ein Verbrauchervertrag ist. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie viele Wohnungen der Vermieter jetzt vermietet. Das ist total umstritten, wie viel da erforderlich ist. Also können wir davon ausgehen, ganz grob, wenn der Vermieter 2 Wohnungen vermietet, ist er noch nicht unbedingt Unternehmer. Und wenn der nicht Unternehmer ist, haben sie auch keinen Verbrauchervertrag. Aber der Mieterschutz, genau, der steht natürlich im Vordergrund, hier keine Frage. Man möchte hinsichtlich der Mietverhältnisse, möchte man die Wohnraumstreitigkeiten nicht den staatlichen Gerichten entziehen. Ja, da ist man einfach extrem empfindlich, da ist man auch bei der Zuständigkeit schon empfindlich, da haben Sie die sachliche ausschließliche Zuständigkeit des Amtsgerichts und die ausschließliche örtliche Zuständigkeit am Belegenheitsort, da will man immer unbedingt den Daumen drauf haben. Und bei der Willenserklärung, wie ist damit? Welche Vorschrift möchte man nicht umgehen? Den 894, ja, der soll nicht umgangen werden. Also, dass ein Vollstreckungstitel besteht bezüglich einer Willenserklärung, das soll dem 894 ZPO vorbehalten sein. Und wie schon gesagt, die Wohnraumstreitigkeiten, die sollen den staatlichen Gerichten nicht entzogen werden. Da möchte man gerne den Daumen draufhalten. So, dann haben wir als nächstes, das heißt ja hier, und der Schuldner sich in der Urkunde wegen des zu bezeichnenden Anspruchs der sofortigen Zwangsvollstreckung unterworfen hat. Es muss also ein Anspruch sein, der hinreichend genau bezeichnet ist. Warum ist das natürlich wichtig, dass der Anspruch hinreichend genau bezeichnet ist? Warum ist das natürlich wichtig? Weil es schon eine folgenschwere Entscheidung ist, die der Schuldner da trifft, dass er sich der sofortigen Zwangsvollstreckung unterwirft. Und dann muss auch immer hinreichend klar sein, was das für ein Anspruch ist, wegen dem vollstreckt werden soll. Also solche Formulierungen hier irgendwie, Unterwerfung wegen etwaiger Verpflichtung zur Zahlung bestimmter Geldsummen, also gewissermaßen so eine Vollstreckungsunterwerfung auf Vorrat, die ist nicht zulässig. Eine solche Urkunde ist nicht wirksam errichtet. Ein weiteres Problem, auf das ich Sie aufmerksam machen möchte, das ist zwar mittlerweile wieder etwas abgekühlt, aber es ist nach wie vor zumindest moderat in der Diskussion. Und war insbesondere nach der Finanzkrise ab 2007 war das ein riesiges Thema, und zwar die Wirksamkeit von Vollstreckungsunterwerfungen bei der Verwendung von AGB. Sie können sich ja vorstellen, wenn irgendwelche Grundschulden oder was bestellt werden und irgendwelche Erklärungen abgegeben werden sollen, dann ist das praktisch immer so, dass das formularmäßig erfolgt. Also was man da unterschreibt als Schuldner, ist immer eine AGB. Gucken wir uns unser Beispiel an. K bestellt zur Sicherung einer Darlehensforderung zugunsten der B-Bank eine Grundschuld an seinem Grundstück. Gemäß der von B vorformulierten Vertragsbedingungen unterwirft sich B mittels einer notariellen Urkunde der sofortigen Zwangsvollstreckung. Ein Abtretungsverbot wird nicht vereinbart. Also, es ist so, hier kommt es gleich doppelt knüppeldick für den K. Hier kommt es gleich doppelt knüppeldick, denn es ist so, zum einen unterwirft er sich der sofortigen Zwangsvollstreckung, das ist das eine. Und zugleich behält der Gläubiger, also hier die B-Bank, das Recht, die Forderung abzutreten. Kann sich jemand vielleicht möglicherweise denken, mit welchen Argumenten eine Ansicht
sagt, dass solche Vollstreckungsunterwerfungen, zumindest wenn sie formularmäßig erfolgen, nach 307 BGB unwirksam sind. Was spricht gegen die Wirksamkeit solcher formularmäßiger Vollstreckungsunterwerfungen? Was würden Sie meinen? Bitte. Vielleicht auch wieder ein bisschen Verbraucherschutz, weil eben, also klar, also man sollte sich natürlich einen Darlehensvertrag durchlesen, aber wenn es so klein gedruckt steht und so alles, dann könnten die sich dann, also die Verbraucher könnten dann das überlesen und so, dass sie dann sich der Zwangsvollstreckung unterwerfen und so mäßig. Und das hat ja weitreichende Folgen. Ja. Also okay, Sie sagen, Sie könnten es überlesen und es hat weitreichende Folgen. Genau, wenn Sie sagen, das könnte man überlesen, ist natürlich sozusagen was Sie generell immer bei AGB sagen können. Das ist ja quasi der Witz von AGB, dass es im Kleingedruckten steht. Sie können natürlich bei der AGB immer sagen, dass man könnte es überlesen. Das heißt, per se ist das noch kein Argument, aber Sie sagen zu Recht, es hat ja weitreichende Folgen. Und wenn Sie mal, sage ich mal, so in diesen Kategorien des 307 denken, der hat ja einen Absatz 2 und einen Absatz 1. Absatz 2 Nummer 1 sagt, wenn mit den wesentlichen Grundgedanken einer gesetzlichen Regelung die AGB nicht vereinbar ist und es gibt jetzt zwar keinen Paragraphen, wo das so ausdrücklich drinsteht, aber welches Leitbild könnte man denn annehmen, liegt der ZPO zugrunde? Oder im Grunde auch dem BGB eigentlich? Man könnte sagen, es gibt doch irgendwie schon so eine Art Leitbild in der ZPO und im Grunde eigentlich auch im BGB, dass derjenige, der einen Anspruch hat, diesen Anspruch einklagen muss. Wird zumindest geltend gemacht. Ja? Also der Regelfall ist eben nicht, dass ich immer sofort losvollstrecken kann wegen meines Anspruchs. Ja? Also diese Selbsthilfe gibt es eh nicht, ja? Aber ansonsten, dass ich einen Titel direkt in den Händen halte, ist nicht der Regelfall, sondern der Regelfall ist, ich muss meine Ansprüche gerichtlich geltend machen. So, und warum ist das mit dem Abtretungsverbot so haarig? Konkret war es ehrlich gesagt so, das war immer schon ein bisschen umstritten. Und der BGA hatte gesagt, nee, alles in Ordnung. Und dann kam die Finanzkrise und dann kam sozusagen auf den Schirm der Leute, kam, dass Banken tatsächlich massenweise Forderungen abtreten. Das haben sie immer weiter und immer verstärkter gemacht. Und dann haben viele gesagt, unter anderem auch ehemalige BGH-Richter, haben gesagt, also das kann nicht sein, wenn nicht ein Abtretungsverbot vereinbart wird, dann können wir das so nicht weitermachen. Was ist das Ding mit diesem Abtretungsverbot? Warum ist das, sage ich mal, etwas haariger oder schwieriger oder riskanter für den Schuldner, so eine Vollstreckungsunterwerfung, wenn nicht zugleich ein Abtretungsverbot erfolgt? Ja? Einmal aber solvent ist und wenn Sie mal, sag ich mal, in etwas politisch linken Kategorien denken, so nenne ich es jetzt einfach mal, ist keine Wertung damit verbunden. Es ist so, man könnte ja Folgendes sagen, man könnte sagen, naja, also das ist harter Tobak für den Vollstreckungsschuldner, aber man kann es ja immerhin damit rechtfertigen, dass hier der K in dem Fall seine Hausbank, die kennt er. Ja, seine Hausbank, die kennt er, zu der hat er vollstes Vertrauen und da weiß er eben auch, die sind an einer langjährigen Geschäftsbeziehung, sind die interessiert und die werden nicht einfach wegen jedem Scheiß losvollstrecken. Aber, wenn das jetzt abgetreten wird, dann kann diese Forderung ja in die Hände eines neuen Gläubigers, ich habe jetzt einfach mal Finanzhai geschrieben, in Anführungszeichen, eines Finanzhais geraten und der hat unter Umständen überhaupt kein Interesse an einer langjährigen Geschäftsbeziehung. Der kennt den Schuldner, also hier den K ja überhaupt nicht. Okay? Und deswegen wurde doch vielfach vertreten und wird nach wie vor natürlich auch vertreten, dass, wenn man kein Abtretungsverbot drin hat, hier eine Unwirksamkeit besteht. Ja, weil wie gesagt, der Schuldner sozusagen doppeltes Risiko eingeht. Einmal gibt er sozusagen die Prozessführungslast gibt er ab zugunsten des Gläubigers. Ja, er begibt sich in die Rolle, dass er entgegen dem, was man eigentlich so kennt, derjenige ist, der klagen müsste und nicht der Gläubiger. Und er geht eben das Risiko ein, dass hier Forderung und Vollstreckungstitel in die Hände eines Dritten geraten, den er nicht kennt und der möglicherweise einfach ein Interesse an einer ganz, ganz rasend schnellen Verwertung hat und der überhaupt keine Rücksicht nimmt auf persönliche Belange. Okay? Die herrschende Meinung macht es nach wie vor so, dass sie sagt, nee, alles in Ordnung, kein Problem, kein Verstoß gegen 307. Zum einen sagt der BGH nach wie vor eiskalt, die ZPO kennt kein Leitbild, wonach einem Vollstreckungsverfahren stets ein Erkenntnisverfahren vorauszugehen habe. Argument, ja guck, 794 Absatz 1 Nummer 5, da steht es doch drin. Ja, also wenn man das jetzt richtig findet, lasse ich mal offen, kann man auf jeden Fall so sehen. Ja, in 794 Absatz 1 Nummer 5 ist doch gerade bestimmt, dass wir nicht immer ein Urteil brauchen, ein im Erkenntnisverfahren erwirktes Urteil, bevor wir die Vollstreckung beginnen können. Dann sagt der BGH außerdem, es ist halt so,
Stimmt, ja, die Prozessführungslast kehrt sich um, aber das ist durch schutzwürdige Belange des Gläubigers ist das gerechtfertigt. Denn ein Interesse an einer Vollstreckung ergibt sich ja typischerweise dann, wenn der Schuldner sich im Vermögensverfall befindet. Und gerade dann ist es eben so, dass die Bank, also meistens ist es eine Bank, ja hier die B-Bank, dass die B-Bank eben schnell einen Vollstreckungstitel braucht. Ja, also das ist durch überwiegende Gläubigerbelange gerechtfertigt. Und beim Abtretungsverbot ist es halt einfach so, mag sein, ist sozusagen bitter für den Schuldner, ist bitter für den Schuldner, aber die Banken müssen das haben, ja, weil sie sich aus Refinanzierungsgründen gezwungen sehen, Forderungen immer weiter abzutreten. Ja, gewissermaßen ist so. Die Argumente, die bisher kommen, finde ich nicht so wahnsinnig stark, ehrlich gesagt. Es gibt aber noch ein weiteres Argument, und zwar im Zuge des Risikobegrenzungsgesetzes ist eine neue Norm eingefügt worden. Schauen Sie mal mit mir gemeinsam rein in den 799a. 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 799a, da heißt es, hat sich der Eigentümer eines Grundstücks in Ansehung einer Hypothek oder Grundschuld in einer Urkunde nach 794 Absatz 1 Nummer 5 der sofortigen Zwangsvollstreckung in das Grundstück unterworfen und betreibt ein anderer als der in der Urkunde bezeichnete Gläubiger die Vollstreckung, so ist dieser, also der andere, soweit die Vollstreckung aus der Urkunde für unzulässig erklärt wird, dem Schuldner zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der diesem durch die Vollstreckung aus der Urkunde oder durch eine zur Abwendung der Vollstreckung erbrachte Leistung entsteht. Was können wir aus dieser Vorschrift schließen? Das ist schon ein relativ starkes Argument, würde ich sagen. Was können wir aus dieser Vorschrift schließen? Wir gucken gleich noch einmal gemeinsam rein. Aber was können wir jetzt für unsere Frage Wirksamkeit einer Unterwerfung ohne Abtretungsverbot? Was ergibt sich schon so ein bisschen daraus? Ja? Mhm. Ja, ganz genau. Also der 799a, der hat ja die Ausgangskonstellation im Auge, dass natürlich klar aus einer Urkunde vollstreckt wird, nach 794 Absatz 1 Nummer 5. Und er hat ja klipp und klar die Konstellation vor Augen, dass eben nicht der ursprüngliche Gläubiger vollstreckt, sondern ein Dritter. Ja, das heißt, der 799a, der geht davon aus, das tut er, der geht davon aus, dass solche Abreden zulässig sind. Ja, der geht von diesem Modell gewissermaßen aus. Ja? Also, dass wir eine Vollstreckungsunterwerfung haben nach 794 Absatz 1 Nummer 5 und dass dann die Abtretung an einen Dritten erfolgt und dass ein Dritter die Vollstreckung betreibt. Und wenn das nie ginge, weil das schon nach 307 unzulässig wäre, dann bräuchten wir den 799a im Prinzip gar nicht. Okay? Also zumindest, das kann man schon sagen, 799a geht von der Wirksamkeit solcher Abreden aus. Gucken wir ganz kurz nochmal rein, was da eigentlich genau geregelt wird. Wenn Sie nochmal lesen und ihn sich zu Gemüte führen, was fällt Ihnen vielleicht auch hier auf? Was ist das für ein Schadensersatzanspruch? Also wie gesagt, ist klar, ne? Also wenn jetzt ein Dritter die Zwangsvollstreckung betreibt aus dieser Urkunde und wenn dann die Zwangsvollstreckung für unzulässig erklärt wird aus dieser Urkunde, dann muss der blechen, der Dritte, dem Schuldner. Und was ist das Besondere an den 799a? Was ist das Besondere? Top, ja, ist verschuldensunabhängig. Ja, genauso wie 717 Absatz 2 Satz 1 und eben auch genauso wie den 945, den wir auch schon mal angeguckt hatten in der letzten Stunde. Okay? Der ist verschuldensunabhängig. Das heißt, es kommt nicht irgendwie auf den 826er an, ob der Dritte jetzt Vorsatz hatte, ja, oder ob der jetzt ein absolutes Recht verletzt hat oder irgendwie sowas. Ja. Und es kommt doch eben auch nicht auf einen Verschuldner, gar nicht. Ja, also der Dritte, der haftet für den Schaden, den er anrichtet mit einer Vollstreckung, sofern diese Vollstreckung für unzulässig erklärt wird. Okay? Gut. Eine Sache will ich Ihnen noch zeigen, und zwar zur Vollstreckungsunterwerfung nach 794 Absatz 1 Nummer 5. Und zwar ist es natürlich doof für den Gläubiger, wenn sich der Schuldner wegen einer Hypothek oder Grundschuld der sofortigen Zwangsvollstreckung unterwirft und dann das Grundstück veräußert wird. Das ist natürlich misslich, denn dann besteht ja kein Titel mehr gegen den neuen Grundstückseigentümer und nur gegen den will man ja vollstrecken. Deswegen schauen Sie mal mit mir gemeinsam rein in § 800 Absatz 1 Satz 1. § 800 Absatz 1 Satz 1. Da heißt es,
Der Eigentümer kann sich in einer nach 794 Absatz 1 Nummer 5 aufgenommenen Urkunde in Ansehung einer Hypothek, einer Grundschuld oder einer Rentenschuld der sofortigen Zwangsvollstreckung in der Weise unterwerfen, dass die Zwangsvollstreckung aus der Urkunde gegen den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks zulässig sein soll. Also, das, was für den Gläubiger misslich ist, dass bei Grundstücksveräußerung kein Titel mehr gegen den neuen Grundstückseigentümer besteht, das kann man dadurch umgehen, dass sich der Grundstückseigentümer in der Weise der Zwangsvollstreckung unterwirft, dass die Vollstreckung gegen den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks zulässig sein soll. Das klingt jetzt doch zunächst mal stark nach Vertrag zulasten Dritter. Warum ist es keiner? Oder wie kann man dem vorbeugen? Ja? Vielleicht kann das irgendwie ins Grundbuch eingetragen werden. Genau so ist es. Weiß, was er kauft, ja, genau. Wenn Sie in Satz 2 gucken, da ist es, die Unterwerfung bedarf in diesem Fall der Eintragung in das Grundbuch. Ja, prima. Genau so ist es. Ja, also 800 Absatz 1 Satz 2 muss ins Grundbuch eingetragen werden. Ist ja logisch, ne? Sonst wäre es ganz klar ein Vertrag zulasten Dritter. Ja, wenn aber es natürlich so ist, dass das im Grundbuch eingetragen ist und wenn dann der neue Erwerber, wenn der dann das Grundstück, sage ich mal, mit dieser Belastung in Anführungszeichen bereits erwirbt, dass er weiß, ich bin der sofortigen Vollstreckung unterworfen, dann ist das alles in Ordnung, denn das kann er beim Erwerb einpreisen. Ja? Gut, so viel zum 794 Absatz 1 Nummer 5. Wir gehen weiter zum Vollstreckungsbescheid. Das können wir jetzt vielleicht ein kleines bisschen kürzer halten, weil wir es ja in der letzten Stunde schon vorgegriffen haben. 794 Absatz 1 Nummer 4. Was war nochmal ein Vollstreckungsbescheid und wie entsteht er? Das war der Vollstreckungsbescheid nochmal. 794 Absatz 1 Nummer 4. Ich glaube, Sie hatten den, glaube ich, letzt aufgebracht. Ja, ne? Hm? Also, der Gläubiger kann ja einen Mahnbescheid beantragen. Ja. Und bei diesem Mahnbescheid prüft das Gericht nur die Zulässigkeit und dann wird er einfach erlassen, der Mahnbescheid. Genau, also ganz, völlig richtig, ganz genau. Also es wird nicht geprüft, ob das wirklich stimmt. Ja, also es gibt auch keine Schlüssigkeitsprüfung oder was, sondern in der Tat, der Mahnbescheid wird einfach erlassen, ganz genau. Hm? Und dann kann der Schuldner dagegen hier Einspruch einlegen. Nicht Einspruch, sondern... Widerspruch. Ja, kann Widerspruch einlegen gegen den Mahnbescheid, ganz genau. Was passiert, wenn er es tut? Ja, ganz genau, dann genau, ganz richtig, vollkommen richtig. Dann kommt ein streitiges Verfahren zustande, ganz genau. Deswegen haben wir auch gesagt, machen Mahnbescheide eigentlich nur dann Sinn, wenn wir eine Forderung haben, die höchstwahrscheinlich nicht in der Sache bestritten wird, ganz genau. Weil sonst kommt es eh zum streitigen Verfahren und dann macht es keinen Sinn, hier das Mahnverfahren draufzusatteln, da wird alles nur noch einfach teurer. Aber was passiert, wenn der Schuldner keinen Widerspruch einlegt gegen den Mahnbescheid, dann? Ja, genau so ist es. Ja, genau. Auf Antrag des Gläubigers ergeht in diesem Fall ein Vollstreckungsbescheid. Okay, also der Vollstreckungsbescheid geht gewissermaßen aus einem Mahnbescheid hervor, so kann man das sagen. Also, wenn der Gläubiger wegen einer Geldforderung das Mahnverfahren beschreitet, dann stellt er einen Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids. Genau so ist es. Ja. Sie haben auch völlig richtig gesagt, wie gesagt, da gibt es keine rechtliche Prüfung oder was. Der wird einfach erlassen. Heutzutage auch im automatisierten Verfahren wird der erlassen. Dieser Mahnbescheid wird dem Schuldner zugestellt und der Schuldner hat die Gelegenheit, Widerspruch gegen diesen Mahnbescheid einzulegen. Wenn er es tut, dann geht es ganz normal weiter. Dann wird das Verfahren auf Antrag des Gläubigers abgegeben an das zuständige Gericht. Es kommt zum streitigen Verfahren. Wenn er es aber nicht tut, wenn er einfach weiter die Hände in den Schoß legt, der Schuldner, dann kann der Gläubiger einen Vollstreckungsbescheid beantragen. Und dieser Vollstreckungsbescheid, der hat welche Wirkungen? Der Vollstreckungsbescheid hat welche Wirkungen? Also klar, der ist Vollstreckungstitel nach 794 Absatz 1 Nummer 4. Aber insbesondere hat er auch welche Wirkungen? Das ist super, also klar, vor allem fürs Zweite natürlich wichtig. Also wenn es jetzt im Ersten käme, fände ich schon ganz schön hart. Wenn es aber im Ersten kommt, sind Sie die Einzigen, die es wissen. Im Zweiten müssen Sie es können. Was hat er für Wirkungen, der Vollstreckungsbescheid? Schauen Sie rein in Paragraph 700 Absatz 1. Paragraph 700 Absatz 1. Da heißt es, der Vollstreckungsbescheid steht einem für vorläufig vollstreckbar erklärten Versäumnisurteil gleich. So, und gegen ein Versäumnisurteil, da kann man was einlegen? Ja, genau, jetzt kommt der Einspruch. Ja, also, gegen den Vollstreckungsbescheid
Da ist nach § 700 Absatz 1 und 338 ZPO der Einspruch möglich. Also gegen den Mahnbescheid der Widerspruch und dann gegen den Vollstreckungsbescheid der Einspruch. Okay? Gut, wunderbar. Ich glaube, das können wir dann dabei bewenden lassen. Wo das klausurmäßig eine Rolle spielt, dieser Vollstreckungsbescheid, vielleicht auch im ersten Examen, ist, machen wir auch noch später, ist bei der Frage der Durchbrechung der Rechtskraft. Wenn es so ist, es gibt manchmal diese Fälle, dass ein Gläubiger hingeht und eine Forderung, von der er ganz genau weiß, dass sie nicht besteht, über das Mahnverfahren Geld macht. Denn der Gläubiger weiß in diesen Fällen ganz genau, wenn ich das einklage, wird die Klage einfach abgewiesen. Deswegen bin ich da mal schlau und gehe über das Mahnverfahren und setze mal darauf, dass der Schuldner sein Zeugs nicht gebacken kriegt und dass der Schuldner die Füße hochlegt und dass dann hier so ein Vollstreckungsbescheid ergeht. Denn natürlich ist klar, wenn der Schuldner hier auch keinen Einspruch gegen einlegt, ja, dann kann sich der Schuldner im Prinzip gegen den Vollstreckungsbescheid nicht mehr wehren. Das ist dann einfach so. Ja? Und dann kann das 794 Absatz 1 Nummer 4 ganz normal vollstreckt werden, ohne dass dem irgendein Rechtsbehelf zustünde. Und in diesen Fällen, da ist es tatsächlich so, dass die Rechtsprechung ganz, 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 ganz ausnahmsweise eine Durchbrechung der Rechtskraft zulässt. Jemand schon mal gehört, wonach? Machen wir aber auch noch. Über 826 BGB. Ja, also in diesen Fällen, diesen ganz extremen Fällen, wenn sich wirklich der Gläubiger einen Titel erschleicht, wo er ganz genau weiß, den würde ich im streitigen Verfahren niemals kriegen. Ich weiß genau, die Forderung besteht nicht, aber ich setze einfach mal darauf, dass ich hier so ein bisschen so einen schludrigen Schuldner habe, der seine Sachen nicht gebacken kriegt. Und der holt sich einen Mahnbescheid, der holt sich einen Vollstreckungsbescheid und dagegen wird auch kein Einspruch eingelegt. In diesen Fällen lässt die Rechtsprechung ausnahmsweise eine Durchbrechung der Rechtskraft nach 826 BGB zu. Okay, das würde ich sagen, kann auch im ersten kommen, machen wir aber auch noch zu einem späteren Zeitpunkt. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir die Vollstreckungstitel abschließen und zur Vollstreckungsklausel und zum Klauselverfahren kommen. Wir hatten ja gesagt, die besonderen Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung sind Titel, Klausel, Zustellung. Ja, Titel, Klausel, Zustellung. Über die Titel sind wir jetzt hinweg, den Rest können wir uns einfach schenken. Sie sehen hier in 794 gibt es noch einige andere, aber das ist alles, glaube ich, für die Klausur nicht wirklich wichtig. Vielleicht Kostenfestsetzungsbeschluss noch Nummer 2. Was ist der Kostenfestsetzungsbeschluss? Das ist der Beschluss des Gerichts, mit dem die Prozesskosten verteilt werden. Den Rest, glaube ich, es gibt ja noch einige andere, aber europäische Mahnverordnung und EuVTVO und was es da alles gibt, müssen wir, glaube ich, hier in der Vorlesung zum ZVR, glaube ich, nicht besprechen. Aber Vollstreckungsklausel. Kann sich noch jemand erinnern, was die Vollstreckungsklausel war? Was hatten wir dazu gesagt in unserem Überblick? Worum handelt es sich nochmal bei der Vollstreckungsklausel? Die Vollstreckungsklauseln, schauen Sie nochmal mit mir gemeinsam rein in § 724, 725 ZPO. Die Vollstreckungsklausel ist der Part, mit dem das Urteil zur Vollstreckung ausgefertigt wird. Also in 724, da heißt es, die Zwangsvollstreckung wird aufgrund einer mit einer Vollstreckungsklausel versehenen Ausfertigung des Urteils vollstreckbare Ausfertigung durchgeführt. Okay, also, das Urteil bekommt die Vollstreckungsklausel. Und das ist gewissermaßen die amtliche Bescheinigung, dass die Vollstreckung beginnen darf. Und als Wortlaut wird ja auch ganz konkret was empfohlen. In 725, da heißt es, vorstehende Ausfertigung wird dem und so weiter, Bezeichnung der Partei, zum Zwecke der Zwangsvollstreckung erteilt, ist der Ausfertigung des Urteils am Schluss beizufügen, von dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu unterschreiben und mit dem Gerichtssiegel zu versehen. Ja, also, Urkundsbeamter der Geschäftsstelle unterschreibt, Gerichtssiegel drauf und bäm, ist das Ganze fertig und die Vollstreckung kann losgehen. Es gibt drei Arten der Vollstreckungsklausel, die wir unterscheiden, und zwar die einfache Vollstreckungsklausel, die titelergänzende Vollstreckungsklausel und die titelübertragende bzw. titelumschreibende Vollstreckungsklausel. Wir beginnen mal mit der einfachen Vollstreckungsklausel, weil die ist nämlich auch tatsächlich relativ einfach, und zwar die einfache Vollstreckungsklausel wird dann erteilt, wenn der Sachverhalt keine größeren, und insbesondere eben auch das Urteil, keine größeren Rechtsprobleme aufweist. Und in diesen Fällen ist es einfach eine pure Formalie. Ja, also Beispiel B wurde verurteilt, 10.000 Euro an K zu zahlen. In dem Fall wäre natürlich überhaupt gar keine Frage, dass hier die Vollstreckungsklausel erteilt würde. Wer ist zuständig? Was können wir hieraus entnehmen aus dem 724? Wer ist zuständig für die Erteilung der Vollstreckungsklausel? Ja? Wunderbar. Der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle. Also wirklich alles keep it simple. Da muss man auch gar nichts groß überprüfen. Ja, in diesem Fall ist alles easy. Ja, der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger zu zahlen. Alles ist durch das Urteil geklärt. Da gibt es nichts, was irgendwie offen geblieben ist. Irgendwelche Sachen, die möglicherweise eingetreten, nicht eingetreten sind oder was. Lage ist klar. Vollstreckung soll beginnen. Da macht einfach der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle seine Unterschrift drunter und sein Siegel drauf. Und dann war's das. Okay, das ist die einfache Vollstreckungsklausel.
zur titelergänzenden Vollstreckungsklausel. Gucken wir mal gemeinsam rein in Paragraph 726 ZPO. 726 ZPO. Da ist es von Urteilen, deren Vollstreckung nach ihrem Inhalt von dem durch den Gläubiger zu beweisenden Eintritt einer anderen Tatsache als einer dem Gläubiger obliegenden Sicherheitsleistung abhängt, darf eine vollstreckbare Ausfertigung nur erteilt werden, wenn der Beweis durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden geführt wird. Also, natürlich ist klar, wie gesagt, wenn wir jetzt einfach hier so einen Fall haben, wie B wird verurteilt, 10.000 Euro an K zu zahlen, ist das Ganze kein Problem. Wenn es aber so ist, dass wir einen Titel haben, bei dem klar ist, der B ist nicht direkt verurteilt, was an den K zu zahlen, oder der B muss nicht direkt was an den K zahlen, sondern erst, wenn eine bestimmte Tatsache eingetreten ist, die oder deren Eintritt vom Gläubiger zu beweisen ist, dann kann natürlich nicht gleich die Vollstreckung losgehen, sondern dann kann die Vollstreckung eben erst losgehen, wenn der Gläubiger bewiesen hat, dass die betreffende Tatsache eingetreten ist. Okay? Deswegen brauchen wir bei solchen Urteilen und über 795 bei solchen Titeln eine titelergänzende Vollstreckungsklausel. Okay? Also, wenn im Urteil sozusagen wenn da nicht restlos klar ist, dass jetzt gleich vollstreckt werden kann, sondern wenn da steht, ja, sozusagen, es kann vollstreckt werden, wenn, und das muss der Gläubiger beweisen, dann muss erst bewiesen werden durch den Gläubiger, dass diese Tatsache tatsächlich eingetreten ist. Und eben, wie es in 726 Absatz 1 steht, dieser Beweis kann nur geführt werden durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden. Zuständig ist wer? Was würden Sie tippen? Irgendwie eine Idee vielleicht? Also es ist nicht mehr der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle, denn hier ist es schon ein kleines bisschen komplexer. Jemand eine Idee, wer zuständig ist? Zuständig ist wer? Zuständig ist der Rechtspfleger. Es gibt ein eigenes Gesetz, das heißt Rrpflücke, das ist das Rechtspflegergesetz. Rechtspflegergesetz. Nach 20 Nummer 12 ist hier der Rechtspfleger zuständig. Das macht nicht der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle, denn hier geht es sozusagen nicht um die Ausfertigung einer Urkunde oder nicht nur jedenfalls, sondern hier geht es darum, tatsächlich zu überprüfen, hat diese oder ist diese Tatsache, die der Gläubiger beweisen muss, tatsächlich eingetreten, ja oder nein. Deswegen macht das hier nicht mehr der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle, sondern der Rechtspfleger. Gucken wir uns mal einige Anwendungsfälle und die Abgrenzung an, denn ich kann schon mal vorausschicken, tatsächlich ist es so, dass insbesondere bei Urteilen der Anwendungsbereich ganz extrem gering ist von dem 726. Wir werden es gleich sehen, warum. Beginnen wir mal mit unserem Beispiel 1. B wird am 13.10. verurteilt, am 1.11.2023 10.000 Euro an K zu zahlen. Also, der Fall ist nicht ganz so unterkomplex wie unser erstes Beispiel. Hier steht nicht drin, ja, B muss an K 10.000 Euro zahlen, sondern er muss zwar 10.000 Euro zahlen, aber noch nicht gleich, sondern erst am 1.11. Was würden Sie sagen? Gefühlsmäßig. Also man könnte ja zunächst mal sagen, ja, das ist ein Fall des 726 Absatz 1, weil die Tatsache, dass der B zahlen muss, hängt ja von dem Eintritt einer anderen Tatsache ab. Also B muss nicht jetzt zahlen, sondern erst am 1.11. Also dass B zahlen muss, hängt davon ab, dass der Kalendertag 1.11. eintritt. Also könnte man sagen, das ist schon eine Sache, die eigentlich vielleicht einer titelergänzenden Klausel bedarf. Was würden Sie sagen? Kann es dabei bleiben? Könnte man theoretisch auch so regeln. Aber haben Sie vielleicht ein Störgefühl? Und wenn Sie sich mal diesen zweiten Zusatz angucken, der Gläubiger muss durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden beweisen, dass die entsprechende Tatsache eingetreten ist. Irgendwie, was meinen Sie? Das wäre jetzt ja Quatsch zum Null. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Also das ist was, was super simpel ist. Ja. Also, dass ein bestimmter Kalendertag eingetreten ist, das ist etwas, was so leicht ist, dass jedes Vollstreckungsorgan das überprüfen kann. Also eben deswegen auch der Gerichtsvollzieher. Ja, das ist also nichts, wo man sagt, oh, da muss aber der Rechtspfleger nochmal drauf gucken, ja, ob das jetzt wirklich eingetreten ist. Und noch absurder ist es, dass man sagt, ja gut, da muss man jetzt mal den Beweis mit öffentlichen oder öffentlich beglaubigten Urkunden führen, dass wir tatsächlich schon den 1.11. haben. Und genau so ist es tatsächlich auch. Wenn das so ist, dass die Vollstreckung von dem Eintritt eines Kalendertages abhängt, dann wird das bereits durch das Vollstreckungsorgan überprüft. Schauen Sie mit mir gemeinsam in 751 rein. Da ist es, ist die Geltendmachung des Anspruchs von dem Eintritt eines Kalendertags abhängig, so darf die Zwangsvollstreckung nur beginnen, wenn der Kalendertag abgelaufen ist. Okay? Also,
die Tatsache, dass ein bestimmter Kalendertag eingetreten ist, das wird nach 751 Absatz 1 wird das bereits vom Vollstreckungsorgan überprüft. Also ein Gerichtsvollzieher würde halt einfach auf das Urteil gucken, würde auf den Tenor gucken und kann einfach sagen, okay, alles klar, der ist hier erst verurteilt am 1.11. diese 10.000 Euro zu zahlen. Und ob das eingetreten ist, kann natürlich der Gerichtsvollzieher selbst auch beurteilen und prüfen. Deswegen brauchen wir hier tatsächlich eine titelergänzende Klausel nicht. Ja? Naja, man könnte schon, also das kann man so sehen, aber mit viel Liebe könnte man ja schon sagen, naja, also die Verurteilung ist davon abhängig, dass ein bestimmter Kalendertag eintritt. Und der Eintritt eines Kalendertages ist schon eine Tatsache. Das könnte man schon so sehen, würde ich meinen. Also natürlich, man kann auch von vornherein sagen, man sortiert das quasi beim 726.1 schon aus, würde ich nicht für unvertretbar halten. Aber es ist nicht abwegig zu sagen, naja, das ist doch der Eintritt einer Tatsache. Ja, es ist, sag ich mal, nur ein Kalendertag. Ja, aber auch, dass ein bestimmter Kalendertag da ist, ist natürlich schon der Eintritt einer Tatsache, zumindest im weiteren Sinne. Ja, aber natürlich kann man durchaus sagen, wir haben vielleicht schon Zweifel bei der Lektüre des 726.1. Jedenfalls im Umkehrschluss aus 751 Absatz 1 ergibt sich, dass diese Zweifel begründet sind und dass wir hier keine titelergänzende Klausel brauchen. So, wie ist es in dem Beispiel? Beispiel 2. B wird verurteilt, 10.000 Euro Zug um Zug gegen Übergabe und Übereignung eines näher bezeichneten Fahrrads an K zu zahlen. Wie ist es hier? Hier könnte man ja schon sagen, naja, also die Verurteilung lautet ja nur Zug um Zug. Die lautet ja nur Zug um Zug, diese Verurteilung. Und dann ist es doch schon so, dann muss doch schon erstmal der Gläubiger beweisen, dass entweder er den Schuldner befriedigt hat, dass er also seine Leistung erbracht hat, oder dass er den Schuldner in Annahmeverzug gesetzt hat. Also dass er den Schuldner in Gläubigerverzug gesetzt hat, weil der ist ja Gläubiger der Gegenleistung. Könnte man schon meinen. Aber wenn Sie 726 weiterlesen, zu welchem Schluss kommen Sie dann? Zu welchem Schluss kommen Sie, wenn Sie 726 weiterlesen? Genau, so ist es. Hier in 726 Absatz 2, da steht drin, hängt die Vollstreckung von einer Zug um Zug zu bewirkenden Leistung des Gläubigers an den Schuldner ab. So ist der Beweis, dass der Schuldner befriedigt oder im Verzug der Annahme ist, nur dann erforderlich, wenn die dem Schuldner obliegende Leistung in der Abgabe einer Willenserklärung besteht. Also nur dann, wenn die Leistung, die der Schuldner erbringen muss, in der Abgabe einer Willenserklärung besteht, nur dann muss hier der Beweis, dass hier entweder der Schuldner befriedigt oder in Annahmeverzug gesetzt wurde, durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden geführt werden. Im Übrigen ist es so, ja, also das ist das, was durch 726.2 angelegt wird und jetzt fortgeführt wird, im Übrigen wird ganz einfach vom Vollstreckungsorgan wieder überprüft, ob der Schuldner befriedigt wurde oder in Verzug der Annahme gesetzt wurde. Und zwar nach 756 und 765. Schauen wir auch da mal rein. 756. Da heißt es, hängt die Vollstreckung von einer Zug um Zug zu bewirkenden Leistung des Gläubigers an den Schuldner ab, so darf der Gerichtsvollzieher die Zwangsvollstreckung nicht beginnen, bevor er dem Schuldner die diesem gebührende Leistung in einer den Verzug der Annahme begründenden Weise angeboten hat, sofern nicht der Beweis, dass der Schuldner befriedigt oder im Verzug der Annahme ist, durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden geführt wird. Das Gleiche steht in, das mehr oder weniger Gleiche steht in 765 drin, wenn wir eine Vollstreckung durch das Vollstreckungsgericht haben. Auch da heißt es in 765, hängt die Vollstreckung von einer Zug um Zug zu bewirkenden Leistung des Gläubigers an den Schuldner ab, so darf das Vollstreckungsgericht eine Vollstreckungsmaßregel nur anordnen, wenn der Beweis, dass der Schuldner befriedigt oder im Verzug der Annahme ist, durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden geführt wird. Okay, also 726 sagt uns, diesen Nachweis hier, den brauchen wir nicht. Wir brauchen also nicht irgendwie eine Vollstreckungsklausel, die nur erteilt werden darf, wenn der Nachweis geführt wird, sondern das ist etwas, was durch das Vollstreckungsorgan überprüft wird. 756, 765. Das heißt, unser Beispiel wäre es halt so, der Gerichtsvollzieher würde halt im Auftrag des Gläubigers hingehen und die Gegenleistung anbieten. Und wenn der Schuldner die dann nicht annimmt, dann könnte der Gerichtsvollzieher nach 756 mit der Vollstreckung beginnen. Eine praktische Geschichte, die tatsächlich sogar auch im ersten Staatsexamen in Klausuren gelegentlich vorkommt, und zwar, wenn hier geklagt wird, ich spule einfach nochmal zurück, ja, also hier zu unserem Beispiel, B wird verurteilt, Zug um Zug gegen Übergabe und Übereignung eines und so weiter Fahrrads an K zu zahlen,
Was ist zweckmäßig für den K? Welcher Antrag sollte bereits anfangs gestellt werden? Also zum einen ist es natürlich so, wenn der K den Kaufpreis einklagt, was sollte er zunächst mal überhaupt beantragen? Was sollte er, also die Situation scheint so zu sein, ne? Also K hat einen Anspruch auf den Kaufpreis, B hat einen Anspruch im Gegenzug nach 433 Absatz 1 Satz 1 auf Übergabe und Übereignung. Auf was sollte der K natürlich zunächst mal sowieso beim Antrag achten? Sollte er einfach beantragen, der Beklagte wird verurteilt, 10.000 Euro an den Kläger zu zahlen? Sondern was sollte er beantragen? Ja, also, ja? Ja, dass er zum einen das zahlt und zum anderen das Fahrrad annimmt. Ja, genau, also Zug um Zug. Ja, er sollte direkt eine Zug um Zug Verurteilung beantragen. Ansonsten, wenn er es nicht tut, dann lautet der Tenor wie? Wenn wir mal unterstellen, der K hat jetzt hier in diesem Beispiel nicht gleich beantragt, Zahlung von 10.000 Euro Zug um Zug gegen Übergabe und Übereignung, sondern er hat nur beantragt, der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 10.000 Euro zu zahlen. Dann lautet der Tenor wie, bitte? Also im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Der Tenor lautet, oder würde dann lauten, der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 10.000 Euro zu zahlen, Zug um Zug gegen Übergabe und Übereignung des blablabla Fahrrads. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Also eine Zug-um-Zug-Verurteilung, die erfolgt natürlich schon, denn 320 führt ja nicht dazu, dass die Klage abgewiesen wird, sondern führt zu einer Zug-um-Zug-Verurteilung. Aber eben, wie Sie richtig sagen, im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Und das heißt eben auch, dass man schön einen Teil der Prozesskosten tragen muss, weil man ja teilweise verloren hat. So, das ist das Erste, worauf man achten sollte. Worauf sollte man aber noch achten, wenn Sie sich den 756 und den 765 zu Gemüte führen? Es ist ja anscheinend so, klar, stimmt, wir brauchen jetzt hier keine titelergänzende Klausel mit entsprechendem Nachweis, das brauchen wir nicht, aber es ist schon so, in 756 steht da drin und dann eben auch in 765 für das Vollstreckungsgericht. Die Vollstreckung darf nur beginnen, wenn der Schuldner befriedigt ist oder im Verzug der Annahme ist. Und dann heißt es jetzt hier, im zweiten Halbsatz heißt es dann hier, sofern nicht der Beweis, dass der Schuldner befriedigt oder im Verzug der Annahme ist, durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden geführt wird. Eine Idee, was man hier machen könnte schon? Der Kläger könnte bereits, in diesem Beispiel, könnte der Kläger bereits von Anfang an beantragen, dass festgestellt wird, dass sich der Beklagte im Annahmeverzug befindet. Denn das Urteil ist eine öffentliche Urkunde im Sinne von 756 ZPO. Und wenn durch das Urteil festgestellt wird, dass sich der B hier im Annahmeverzug befindet, ja, dann kann die Vollstreckung direkt beginnen nach 756 ZPO. Okay? Das nur am Rande. Wie gesagt, für unsere Vollstreckungsklausel ist interessant, dass das letztlich auch kein Fall ist, in dem nach 726 Absatz 1 der Nachweis geführt werden muss, sondern das wäre was, was das Vollstreckungsorgan überprüft. Und wie gesagt, noch besser ist es, wenn es im Urteil direkt festgestellt ist, der Annahmeverzug des Beklagten, denn dann muss auch das Vollstreckungsorgan das nicht mehr gesondert überprüfen, sondern kann direkt mit der Vollstreckung beginnen, ohne wiederum irgendwie die Sache anbieten zu müssen. Gucken wir in unser Beispiel 3. In einem Prozessvergleich hat sich B verpflichtet, eine dem K gehörende Wohnung zu räumen, sobald ihm K eine angemessene Ersatzwohnung zur Verfügung stellt. Als K dem B eine Wohnung anbietet, lehnt dieser sie als unangemessen ab. Das finden Sie auch im Brooks-Walker, das Beispiel. Wie ist es hier? Ich habe tatsächlich nicht ganz zufällig einen Prozessvergleich gewählt, weil Sie den 726, jetzt mal von Willenserklärung abgesehen, tatsächlich bei Urteilen praktisch nie haben. Bei Prozessvergleichen durchaus. Da ist man ja frei, da kann man ja alles Mögliche vereinbaren. Zunächst mal, das ist schon ein Fall von 726. Das ist wohl schon so, ne? Das ist ein Fall von 726. Denn hier ist es tatsächlich so, dass ja die Räumungspflicht des B nur eintreten soll, wenn der K eine Ersatzwohnung zur Verfügung stellt, die auch eine angemessene Ersatzwohnung sein muss. So, und das ist eine Tatsache, nämlich das zur Verfügung stellen einer angemessenen Ersatzwohnung ist eine Tatsache, die der K tatsächlich beweisen muss. Okay, das muss er beweisen. Das heißt, das wäre ein Fall von 726. Was müssen wir noch mit dazu nehmen zum 726? Ja? Wunderbar, den 795. Ja, also das ist ein klassischer Fall, wo bei 795, 726.1 eine titelergänzende Vollstreckungsklausel erforderlich ist. Sieht jemand von Ihnen zufälligerweise schon den Hasenfuß? Warum wird das in diesem Beispiel wahrscheinlich nicht gelingen? Wie gesagt, es steht ja in 726 Absatz 1 drin,
wann wir eine brauchen, eine titelergänzende Vollstreckungsklausel, und es heißt, darf nur erteilt werden, also diese ergänzende Vollstreckungsklausel, wenn der Beweis des Eintritts der Tatsache durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden geführt wird. Also, wir brauchen hier eine titelergänzende Vollstreckungsklausel, die darf aber nur erteilt werden, wenn der Eintritt der zu beweisenden Tatsache durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden geführt wird. Wie ist es hier? Sehen Sie den Hasenfuß schon, den praktischen Hasenfuß? Wie soll denn der K durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden beweisen, dass er eine angemessene Ersatzwohnung zur Verfügung gestellt hat? Kann er nicht. Also können Sie praktisch knicken. Das ist ja nicht irgendwie eine Tatsache wie, keine Ahnung, Arbeiten sind abgenommen oder sowas, die jemand quittieren könnte oder so, ja, sondern das ist eine Tatsache, die mit einer Wertung verbunden ist. Und hier wird der Gläubiger keine titelergänzende Vollstreckungsklausel kriegen. Er hat deswegen keine andere Wahl. Und so ist das System, da können wir schon mal ein kleines bisschen vorfühlen, so ist das System im Klauselverfahren. Er muss tatsächlich hier eine Klage erheben auf Erteilung der Vollstreckungsklausel. Schauen Sie mit mir gemeinsam rein in § 731 ZPO. 731 ZPO. Da heißt es, kann der nach dem 726 Absatz 1 und den 727 bis 729 erforderliche Nachweis durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden nicht geführt werden, so hat der Gläubiger bei dem Prozessgericht des ersten Rechtszugs aus dem Urteil auf Erteilung der Vollstreckungsklausel Klage zu erheben. Okay, wir ergänzen 795 aus dem Vergleich. Okay? Verstehen Sie? Also es ist wie gesagt so, wir brauchen hier eine titelergänzende Vollstreckungsklausel, das ist so nach 795, 726 Absatz 1, aber das, womit man die bekommt, nämlich indem man den Beweis führt, dass die zu beweisende Tatsache eingetreten ist durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden, das kann der K nicht liefern. Und deswegen bleibt ihm hier tatsächlich keine andere Möglichkeit, als eine Klage zu erheben auf Erteilung der Vollstreckungsklausel nach 731 ZPO. Okay, wir kommen zu den Rechtsbehelfen im Klauselverfahren in der nächsten Stunde zurück, aber dass Sie jetzt schon mal Bescheid wissen. Okay, das heißt, eine Klage erheben ist sozusagen nicht nur dann erforderlich, wenn irgendwie der Schuldner bockig ist oder was weiß ich, ja, sondern tatsächlich, wenn man diesen Beweis nicht führen kann, dann muss man eine Klage erheben als Gläubiger. Geht eben nicht anders. Ja, ist ja irgendwie auch logisch. Ne? Also wenn der wie gesagt, man kann dem Rechtspfleger man kann ihm viel abverlangen, aber nicht alles abverlangen. Der Rechtspfleger muss prüfen nach 20 Nummer 2 Rechtspflegergesetz, ob die Tatsache eingetreten ist. Und da ist der Rechtspfleger eben, sage ich mal, auf gewisse Beweismittel begrenzt. Und man sagt nicht umsonst, der Rechtspfleger kann viel, aber man kann ihm nicht mehr zumuten, als zu prüfen, liegen hier öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden vor, aus denen sich das ergibt. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn das quasi streitig ist zwischen den Parteien und der Beweis nicht leicht geführt werden kann, ja, dann braucht man halt eben nochmal ein Verfahren dafür. Und das ist hier diese Klauselerteilungsklage nach 731 ZPO. Okay? Gut. Wir gucken schon mal ganz kurz, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ganz kurz schauen wir nochmal rein in die titelübertragende Vollstreckungsklausel und überlegen uns mal, was es damit auf sich haben könnte. Und zwar, da heißt es, eine vollstreckbare Ausfertigung kann für den Rechtsnachfolger des in dem Urteil bezeichneten Gläubigers sowie gegen denjenigen Rechtsnachfolger des in dem Urteil bezeichneten Schuldners und denjenigen Besitzer der in Streit befangenen Sache, gegen die das Urteil nach 325 wirksam ist, erteilt werden, sofern die Rechtsnachfolge oder das Besitzverhältnis bei dem Gericht offenkundig ist oder, das kennen wir schon, durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden nachgewiesen wird. So, kurz zum Background. Hier muss ich eine Mini-Wiederholung machen aus der ZPO-1-Vorlesung, weil man das sonst nicht versteht. Und zwar, der 727 Absatz 1, der beruht im weiteren Sinne auf Drittwirkung der Rechtskraft. Im Grundsatz, wie ist das bei einem rechtskräftigen Urteil? Zwischen wem wirkt das im Grundsatz? Ja, inter partes, zwischen den Parteien, ganz genau. Ja, also wenn ich Sie verklage darauf, dass ich Eigentümer seines Notebooks bin, ja, und da gewinne, dann ist es eine Feststellung, die zwischen uns beiden wirkt. Also Sie dürfen nicht mehr bestreiten, dass ich Eigentümer dieses Notebooks bin, ja, aber er darf es selbstverständlich. Ja, er darf natürlich sagen, pass mal auf, ich hatte in diesem Prozess kein rechtliches Gehör, ich darf das selbstverständlich für mich in Anspruch nehmen, dieses Eigentum, ohne durch die materielle Rechtskraft des Urteils daran gebunden zu sein. Also im Grundsatz, klar, inter partes, Grund ist das rechtliche Gehör. Eine Ausnahme gilt aber in welchem Fall? Ja?
Ja, gut, einmal da natürlich, klar, bei Gestaltungsurteilen völlig richtig. Ja, also wenn eine Ehe geschieden wird, dann wirkt das eben inter omnes. Und das müssen sich auch etwaige Gläubiger entgegenhalten lassen, die sich dann eben nicht mehr auf 1357 Absatz 1 Satz 2 berufen. In der Tat, also Gestaltungsurteile, wobei das, sag ich mal, eine sehr eng umgrenzte Anzahl von Konstellationen ist. Wann aber noch? Und das ist sozusagen der Gedanke, auf dem der 727 aufbaut. Gegenüber wem wirken Urteile noch? Also klar, Gestaltungsurteile wirken, sagen wir mal, per se inter omnes, das ist richtig. Wenn die in der Welt sind, wird die Rechtslage umgestaltet und die Rechtslage gilt für alle gewissermaßen. Ansonsten bei ganz stinknormalen Urteilen, gegenüber wem wirken die noch? Schauen Sie mal mit mir gemeinsam rein in 325 Absatz 1, Variante 2. Also 325 Absatz 1, Variante 1 sagt uns, das rechtskräftige Urteil wirkt für und gegen die Parteien. Aber jetzt Variante 2. Und die Personen, die nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit Rechtsnachfolger der Parteien geworden sind. Also auf die Rechtskraft, auf die Rechtsnachfolger, da erstreckt sich die Rechtskraft. So ganz kurz, warum ist das so? Folgendes Beispiel. K. verklagt B. auf Zahlung von 2000 Euro. Weil das Gericht zur Überzeugung gelangt, dass dem K. die geltend gemachte Forderung nicht zusteht, wird die Klage abgewiesen. Nach Eintritt der Rechtskraft tritt K. die in Anführungszeichen Forderung an D. ab. D. verklagt B. auf Zahlung von 2000 Euro. Fall klar? Ja, also K. verklagt den B. auf Zahlung von 2000 Euro und er verliert, weil das Gericht sagt, diese Forderung, die gibt es überhaupt nicht. Deswegen hast du verloren. So, jetzt geht der K. hin, nachdem das Urteil rechtskräftig geworden ist, und sagt, so, jetzt trete ich diese Forderung doch einfach mal an den D. ab. Und der D., der probiert es nochmal. Der D. verklagt den B. auf Zahlung von 2000 Euro. So, warum muss natürlich jetzt hier die Rechtskraft des Ersturteils zulasten des D. wirken? Der D. sagt, ich hatte kein rechtliches Gehör im Erstprozess. Das kann mir gegenüber nicht wirken. Ich war nicht beteiligt am Erstprozess, ich hatte kein rechtliches Gehör. Was halten wir ihm entgegen? Warum muss das trotzdem wirken, bitte? Die Forderung war doch schon einmal nicht begründet, sozusagen. Beziehungsweise die Klage auf Zahlung. Ja, genau. Und was folgern wir daraus? Sie war schon einmal nicht begründet. Also es ist schon rechtskräftig festgestellt, dass K. keine Forderung gegen B. hatte. Warum wäre es jetzt, sage ich mal, nicht nur unökonomisch, sondern auch unsinnig, wenn wir jetzt nochmal einen Prozess führen würden, ob vielleicht D. eine Forderung gegen B. hat? Ja, also mal ganz theoretisch kann er die Forderung ja eh nicht mal abtreten, oder? Weil wenn es sie nicht gab. Die gab es nicht, das ist richtig, die gab es nicht. Aber der D. sagt ja, das wurde ja nicht mir gegenüber festgestellt, dass es die nicht gab. Richtig, also K. könnte die nicht wieder einklagen, das ist völlig klar. Ne? Die Klage würde sofort abgewiesen werden, keine Frage. Aber der D. sagt, ja, mag ja sein, aber das ist ja eine Sache zwischen K. und B. Das muss ich mir ja nicht entgegenhalten lassen, dass es die Forderung nicht gab. Aber warum muss er sich natürlich trotzdem entgegenhalten lassen, Wertung? Warum ist das völlig richtig wertungsmäßig? Wenn Sie mal gucken, also, es ist so, der hatte kein rechtliches Gehör. Das ist korrekt, ja, der hatte kein rechtliches Gehör, der D. Aber für die siegreiche Partei, also hier für den B., der die Klageabweisung erwirkt hat, wäre es natürlich ganz offensichtlich unzumutbar, nochmal einen identischen Prozess, um die identische Frage zu führen. Es würde quasi genau um die gleiche Frage, nämlich war K. Forderungsinhaber, würde wieder prozessiert werden. Also ein genau der gleiche Prozess für, um genau die gleiche Frage. Im Hinblick auf die Ressourcen der Justiz gilt natürlich das Gleiche, denn die wird ja auch durch die Rechtskraft geschützt. Es wäre Quatsch, dass man einfach exakt dieselbe Frage nochmal prozessiert. Und was jetzt nochmal den D. anbelangt, der D. hat den Gegenstand. Ja, also hier die Forderung, der hat den Gegenstand bereits mit der rechtskräftigen Entscheidung belastet, erworben. Sollte er irgendwie davon nichts gewusst haben oder was, dann muss er halt was machen, das, was jeder machen muss, der etwas Blödes erwirbt, was nicht den Anforderungen entspricht. Ja? Muss er Mängelrechte geltend machen, ganz genau. Das ist ja ganz normal. Ja, wenn ich etwas erwerbe, was den Anforderungen nicht entspricht, dann muss ich mich halt an meinen Vertragspartner halten. Okay? Gut, meine Damen und Herren, ich glaube, dabei können wir es belassen. Und dann gucken wir in der nächsten Stunde nochmal rein, wie es bei blutgläubiger Erwerb ist. Und wenn wir das gemeinsam erörtert haben, dann gucken wir uns nochmal ausführlicher den 727 und die einzelnen Konstellationen an. Vielen herzlichen Dank für Ihre gute Mitarbeit und bis zur nächsten Stunde.